Good morning und willkommen zu einem neuen Bauvlog, und zwar dem 24. hier auf Friendships Paradise. Ich stehe hier gerade in meiner Halle. Mein Name ist übrigens Dominik, für alle, die neu hier sind. Und wenn du neu hier bist, dann lass mir direkt mal ein Abo da. Könnte sich auf jeden Fall lohnen, denn hier entsteht Friendships Paradise. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass die Halle komplett geschlossen ist. Das habe ich euch im letzten Video gezeigt. Heute, beziehungsweise die nächsten Tage, geht es dann hier mit ein paar Kleinigkeiten weiter. Und ich würde sagen, wir legen einfach direkt los. Ich wünsche euch viel Freude beim Schauen. Bis später. Britney Spears, Backstreet Boys? Nee, ich glaube, das ist ja Katy Perry, Mann. Ja. Katy Perry? Okay, ihr Lieben, es hat jetzt gerade mal wieder aufgehört zu regnen und mein See verabschiedet sich hier auch so langsam. Es ist so eklig. Jetzt kann ich mal mit Paul rausgehen. Hey, Dackelman. Wo bist denn du? Pauli, geh mir mal auf die Wies. Kommst du mal raus? Na komm. Dackel. Hallo, mein Schatz. Pauli. Paul. Mach mal einen Dackelblick. Pauli, wo ist denn eigentlich der Dackel? Pauli, geh mir raus. Auf die Wies. Oh, nein, 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 nein. Ohne Spielzeug. Ohne Spielzeug. Du musst jetzt einen ganz großen Satz machen, weil hier ist nämlich Wasser. Schaffst du das? Da komm raus. Auf. Boah, voll reingelatscht, ey. Nein, geh runter. Oh, kacke, ey. Na toll, Leute, war ja klar, dass der Dackel direkt hier in meinen hauseigenen See reinspringt. Naja, wird sowieso nass. Also wir gehen mal Gassi und dann geht's gleich weiter. Okay, für heute ist dann auch wieder Feierabend. Leute, es sieht richtig schön aus mit den Toren, was die Jungs hier gemacht haben. Und es ist arschwindig. Ich drehe mal gerade das Mikro und die Kamera. So sehen die Toreinfassungen jetzt aus. Das sieht richtig, richtig gut aus. Jetzt hier so ein komplett schwarz. Ich bin mega happy damit. Ich hoffe, euch gefällt's auch. Aber ich glaube, wenn man sich das Tor so anschaut, das kann man schon so lassen. Ja Leute, jetzt guckt euch mal hier die Weltuntergangsstimmung in der Wetterau an. Ey, Wahnsinn. Wartet, ich gehe mal hier über meinen Dixi-Klo-See. Ist echt scheiße, wenn das Klo die ganze Zeit ausläuft. Ja, hier haben wir auf jeden Fall übelst die Gewitterwolken. Alter, das sieht so heftig aus. Und was noch viel heftiger aussieht, ist einfach meine dunkle, schwarze, geile Halle. Mega, mega schön, ey. Ach, ist die schön. Es ist einfach so schön. Ach, herrlich. Ey, ich bin einfach so verliebt in mein Paradies. Das ist unfassbar. Es ist einfach so schön. Ich fühle mich so wohl hier. Obwohl es immer noch eine Baustelle ist, aber es ist einfach toll. Ja, gerade eben war der Elton noch mal da. Ich habe mit dem so ein bisschen die Elektro-Geschichte weitergesponnen. Wir haben jetzt hier die Kabelrinnen alle beisammen. Es haben die Halter die ganze Zeit noch gefehlt. Das heißt, in den nächsten Tagen werde ich mich hier so ein bisschen um die Vorbereitung für die Elektrik kümmern. Und hier im unteren Bereich möchte ich mir einen Kabelkanal oder so eine Kabelstraße selber bauen aus Holz. Dafür bringt der Clemens mir morgen Dreischichtplatten mit, die ich dann hier unten drunter schraube, dass ich hier quasi so eine Art
ja, Kabelkanal einfach habe, wo ich dann aber auch später Steckdosen und sowas reinsetzen kann. Hier unten vielleicht ein LED-Stripe rein und ja, keine Ahnung, ne, da einfach so ein bisschen Zeug reintun kann. Das zeige ich euch dann aber die nächsten Tage. Jetzt gehe ich erstmal in Van, kümmere mich mal so ein bisschen um Buchhaltung. Ich habe Post vom Finanzamt und so bekommen, wegen der Umfirmierung, da muss ich mich jetzt mal drum kümmern. Ja, und dann sehen wir uns morgen früh wieder in alter Frische, würde ich sagen. Bis später. Good morning, Leute. So, nachdem es ja gestern wirklich nicht so geiles Wetter war, ist heute Morgen die Sonne auf dem Weg zu uns. Sehr schön. Bisschen wölkig, aber Sonne ist auf jeden Fall da. Wir legen jetzt direkt los. Hinten am Dach wird das Pultdachblech verlegt. Also auf jeden Fall die Abschlusskante oben, ein Dach wird da dran gebaut. Genau. Ups. Ich baller einen Zeitraffer rein. Der kleine Paul will nämlich jetzt mal auf die Wies. Und danach zeige ich euch mal, was mein Plan für heute ist. Nachdem jetzt die Sonne aufgegangen ist und es wirklich wunderbar herrliches Wetter ist, habe ich erstmal lecker gefrühstückt und jetzt nehme ich mir mal die Drohne und fliege mal hoch aufs Dach, denn im letzten Video habt ihr gefragt, was diese ominöse Holzkiste auf dem Dach zu bedeuten hat. Das ist eine Dachkuppel und die wird heute in die Vermiethalle eingebaut und ja, da ich da nicht so wirklich gut filmen kann, schauen wir uns das Ganze mal mit der Drohne an. So Leute, ihr seht hier schon drei Löcher, 1, 2, 3 und da vorne kommt jetzt gleich das vierte Loch, zack, durch. Ich gehe mal davon aus, dass das die Markierungen sind, wo die Jungs jetzt gleich mit der Säge den Ausschnitt reinmachen werden. Ja Leute, das Loch ist dann schon mal drin, würde ich sagen. Da seht ihr es. Eigentlich ganz geil, so ein bisschen Open-Air-Feeling in der Halle. Und da kommt jetzt gleich die Dachkuppel rein. Wir bereiten das jetzt noch ein bisschen vor. Und dann wird die da irgendwie wahrscheinlich eingesetzt, eingeklebt. Ich schätze mal, das ist sogar relativ ähnlich wie in einem Van-Dachfenster. Kommt wahrscheinlich eine Dichtnaht außenrum, da wird die eingefasst. Von unten kommt ein Rahmen dagegen. Und dann ist super. Habt ihr auf jeden Fall in der Vermiethalle dann auch entsprechend Licht. Das macht auf jeden Fall schon viel aus, muss ich sagen. Wenn da so ein bisschen was drin ist. Ist gut. Sehr gut. Boah, Leute, ich tanke jetzt erstmal ein bisschen Sonne. Ist das geil hier draußen gerade, ey. Seit Tagen, wirklich seit Tagen hat die Sonne nicht mehr geschienen. Die Sonne scheinte nicht mehr. Na, ist ja egal. Auf jeden Fall ist das ziemlich nice. Boah, Hammer. Hammer. So, jetzt kommt die Dachkuppel hier rein. Und zack. Ist das Dach wieder dicht. Sehr schön, sehr, sehr schön. Das hier ist übrigens das Holz, was ich für meine Kabelrinne benutzen werde, die ich in der Werkstatt bauen möchte, beziehungsweise in meiner großen Halle. Das werde ich aber morgen angehen. Denn es ist folgendermaßen, morgen haben die Jungs einen freien Tag, beziehungsweise frei nicht, weil die müssen zum Erste-Hilfe-Kurs, das ist natürlich auch wichtig. Das heißt, hier passiert auf der Baustelle seitens den Hallenbauern zumindest nichts und ich kümmere mich dann morgen und das Wochenende über um meine Elektroverkabelung. Natürlich nicht alles, aber ich werde halt auf jeden Fall mal anfangen. Genau, und heute schauen wir nochmal, was hier so passiert und morgen kann ich dann selber Hand anlegen. Und dafür besorge ich mir jetzt nochmal ein bisschen Material aus meiner Werkstatt, die nebenan ist, noch ein paar Schrauben und so ein Kram. Und dann kann das losgehen morgen. Puh,
Dieses Wetter heute, mega geil. So, ich habe jetzt noch ein bisschen Finanzamtgeschichten gemacht, muss jetzt zum Briefkasten Post wegbringen und dann packe ich jetzt gerade meinen Passat mit Anhänger, fahre zum Kevin, das ist nämlich ein Kumpel von mir, mit dem ich immer Motorrad fahren gehe. Der hat sein Motorrad gerade bei einem anderen Kumpel gelagert und das Motorrad wollen wir abholen. Das geht aber nur mit Hänger, weil heute wäre zwar schönes Wetter, aber das Motorrad ist, glaube ich, nicht angemeldet oder so. Keine Ahnung, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall hole ich jetzt das Motorrad und um 13 Uhr habe ich einen Termin mit der Firma Hager. Firma Hager ist eine Elektrofirma, Ausstatter, die machen alles Mögliche, unter anderem auch Smart Home. Was dabei rauskommt, das erzähle ich euch dann natürlich später. Guck mal, die beiden Faulen, ey. Da bin ich einmal nicht da und schon wird hier nur gechillt. Nee, Spaß, die Jungs haben es natürlich verdient. Schaut mal, wer wieder da ist, der liebe Jörg. Ist wieder da, denn wie gesagt, haben wir gleich den Termin mit der Firma Hager. Und ich wollte jetzt mal kurz mit euch zusammen schauen. Ihr habt es ja im Zeitraffer schon gesehen, aber ich nicht. Vor allen Dingen habe ich die Kamera nicht gedreht, ich depp, weil ich ja nicht da war. Was hier passiert ist, einen Moment mal eben. Lass mich in Ruhe. kann ich kurz mit der Bühne mal hochfahren? Ja, aber du weißt nicht wie, oder? Nö, deswegen frage ich dich ja. Was muss ich machen? Den roten mal rausziehen. Jo. Achso, ich habe die Stütze weggemacht. Dann den und über der Hupe nach oben drücken. Danke Clemens, ich fahr mal kurz hoch und zeige euch, was die Jungs da gemacht haben. Tschüss! Ich liebe so Dinger, ey. Ach, Leute, ey, das Wetter heute ist so grandios. Ich find's einfach nur geil. Boah, die Sonne! So, also erstmal sitzt die Dachkuppel da drinnen. Dominik und sein Mitarbeiter sind gerade wieder in die Firma gefahren und holen da so Blechstreifen und so, damit die die Einfassung dafür machen können. Hier haben die Jungs, wie gesagt, das komplette Blech montiert. Bis dahin. Und machen, ich weiß gar nicht, da das Abschlussteil wahrscheinlich und gehen dann vielleicht noch runter. Aber erstmal machen die Jungs Mittagspause und dann geht's hier oben weiter. Ey, wir haben heute echt richtig Glück mit dem Wetter, wisst ihr das eigentlich? Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Der einzige Tag seit Wochen, wo es mal wieder schön ist. Unfassbar. Ja, und hier übrigens, an dieser Position, wo ich gerade stehe, da könnte später meine Dachterrasse sein. Ihr habt ja gefragt, warum die Dachterrasse noch nicht am Start ist. Das hat so ein bisschen kostentechnische Gründe, ehrlich gesagt. Ich habe das nach hinten geschoben, aber die Vorbereitung unten drunter, also die Querbalken, die sind schon vorhanden. Und darauf kann man dann später das Gerüst montieren, wo die Dachterrasse dann drauf ist. Aber das kommt irgendwann später. Aber Leute, die Aussicht ist grandios. Das wäre also die Aussicht von meiner Dachterrasse. Es ist wirklich, wirklich nur geil. It's Feierabend time, oder wie der Engländer sagen würde, it's Party Evening time. Ach Gott, Leute, ey. So, Feierabend für heute. Ja, wie gesagt, morgen sind die Jungs nicht da, aber ich zeige euch mal, was die Jungs heute gemacht haben. Die haben nämlich nicht nur hinten das Blech montiert, sondern die haben auch hier vorne einen Binder fertig verkleidet. Da waren ja die Sandwich-Paneele schon dran. Ja, und jetzt haben sie quasi noch diese Blecheinfassung reingemacht. Und ich muss sagen, das sieht ziemlich, ziemlich gut aus auf jeden Fall. Außerdem ist die Lichtkuppel montiert. Das zeige ich euch auch nochmal schnell. So. Hier kommt jetzt auf jeden Fall richtig schön viel Tageslicht rein, das ist ziemlich genial. Und was cool ist bei der ganzen Geschichte, dass die Lichtkuppel natürlich auch einen Motor hat und man die Lichtkuppel auch öffnen kann, um eben da auch frische Luft reinzulassen. Wo wir dann direkt beim nächsten Thema wären, denn ich hatte ja heute den Termin mit der Firma Hager. Da war ein Smart Home Spezialist da von der Firma Hager und der örtliche Vertreter hier quasi. Und mit dem habe ich zusammen mit Jörg, der ja auch da war, den ihr gesehen habt, zusammen so ein bisschen über die Elektrotechnik hier drin gesprochen und auch vor allen Dingen über ein mögliches Smart Home System. Und so wie es aussieht, werden wir zusammen, das ist noch nicht ganz safe, welches System, aber wahrscheinlich wird es das Hager Easy Smart Home System werden. Was genau das heißt und was genau das wird, das erkläre ich euch dann natürlich noch. Jetzt werde ich mit dem Jörg erstmal die Tage zusammen die finalen Stromlaufpläne machen, damit die Firma Hager überhaupt mal weiß, okay, welche Komponenten brauchen wir, was ist mein Anspruch, was soll alles geschaltet werden. Und da gehört natürlich zum Beispiel auch das Deckending dazu, weil das wäre natürlich geil, wenn man hier per Smart Home einfach sagen könnte, okay, Lampe an, beziehungsweise okay, Fenster auf, Fenster zu. Beziehungsweise das Ganze vielleicht sogar mit einer Wetterstation machen könnte. Das
Bedeutet, wenn es also draußen regnet, dann fährt das Fenster automatisch zu. Wenn es zu warm hier drin ist, fährt das Fenster automatisch auf und so weiter. Das kann man nämlich alles über Smart Home regeln und das ist ziemlich geil. Ja, ansonsten ist meine Vorstellung mit dem Smart Home Kram eigentlich nur, dass man natürlich alle Beleuchtungselemente hier schalten kann und so weiter. Dass ich zum Beispiel sehen kann, auch ob die Hallentore zu sind oder die Türen offen sind. Kann man dann so Kontakte an die Tore machen. Kann ja auch mal sein, dass einer der Mieter vergisst, das Tor zuzumachen und dann würde ich das halt sehen und könnte das entsprechend nachregeln. Genau, morgen, Leute, werde ich mich um die ersten Kabelrinnen kümmern. Wie gesagt, Holz ist schon da, da werde ich dann meine eigene Kabelrinne sozusagen bauen. Ja, und dann natürlich auch versuchen schon, die Kabelrinnen oben, also hier rechts, links und so überall an der Wand lang zu montieren. Da habe ich entsprechendes Material schon da. Das ist jetzt alles hier auf Lager. Und dann kann das losgehen. Jetzt verziehe ich mich in Van, kümmere mich weiter um meine ganze Buchhaltungsgeschichte. Es ist so lästig. Ich hasse Bürokratie über alles, ey. Aber gut, hilft ja nichts, ne? Da muss man durch. Das ist halt so. Und dann geht's morgen hier in aller Frische weiter. Und dann kann ich endlich auch mal wieder was basteln. Geil. Bis morgen. Good morning, Leute. Heute ist Freitag und ich habe euch ja angekündigt, dass ich mich heute um den hinteren Teil hier kümmern werde, denn dort werde ich einen Kabelkanal selber bauen. Ja, Clemens hat mir dann also Holz mitgebracht. Wir haben das vorgestern alles ausgemessen und das werde ich mir jetzt zurechtschneiden und werde so eine Art L bauen, so. Ja, und da werden später die Kabel angelegt. Aber wie genau das aussieht, das werdet ihr gleich sehen. So Leute, das ist das Holz, was ich dafür verwenden werde. Das sind sogenannte Dreischichtplatten in, ich meine, 19 mm Stärke. Die sind von Werk aus 5 Meter lang. Das passt auch pro Seite. Das sind knapp 4,80 Meter oder so pro Seite. Die werde ich mir jetzt entsprechend zurechtschneiden, weil die passen natürlich noch nicht 100%. Und ja, dann werde ich die von unten gegen den Balken schrauben. Und da mache ich dann quasi so eine Art L drauf, wo ich die schmalen Bretter drauf schraube als Front und obendrauf kommt dann als Deckel nochmal so ein Ding. Das werde ich natürlich entsprechend den oberen Leibungen da anpassen, damit ich die Deckel auch jederzeit wieder abnehmen kann und später an meinen Kabelkanal dran zu kommen. Gehen wir es mal an, würde ich sagen, ne? Okay Leute, ich habe das Brett jetzt soweit zurechtgesägt und ich habe auch schon provisorisch ein paar Schrauben reingeschraubt, damit ich die jetzt nicht gleich noch irgendwie da drunter fuddeln muss, wenn ich das Brett da dran halte, denn ich versuche jetzt diese fast 5 Meter lange Latte da dran zu bringen, alleine. Und ihr wisst, Paul ist mir da keine große Hilfe. Ich überlege auch die ganze Zeit schon, ob ich irgendwas drunter stellen kann, um es irgendwie abzulegen oder so, aber keine Ahnung. Kriege ich irgendwie hin. Vielleicht habe ich doch noch eine Idee. Ja, alleine schrauben ist zwar eigentlich ganz chillig, weil keiner hat, der einem auf den Sack geht, aber man hat halt auch keinen, der einem mal behilflich sein kann. Das ist auch irgendwie nicht so geil. Gucken, vielleicht kann die Leiter hier sogar schon Abhilfe schaffen. Wenn ich die jetzt hier hinten hinstelle, so rum besser gesagt, kann ich das Brett zumindest mal da drauf legen. Haha, witzig. Vor allen Dingen habe ich die ganze Scheiße hier noch liegen, ey. Komm schon. Okay. Ich glaube, es funktioniert, Leute. Jetzt muss das Brett nur noch hier reinpassen. Katastrophe! Oh, oh Mann, ey. Oh, Kinders, ey. Das ist aber wirklich wieder hier.
Ja, was jetzt natürlich noch witzig wird, ist, dass ich das Brett quasi vorne, was hier als L quasi gegensteht, das möchte ich auf der Stirnseite verschrauben. Also nicht von oben drauf und von unten, weil ich dann das offene Holz sehe. Das ist nicht so schön. Das heißt, ich werde da jetzt mit kleinen Schrauben reingehen, was ja grundsätzlich kein Problem ist. Was aber auch wieder eine Herausforderung wird, weil ich ja ganz alleine bin. Aber ich schleife das jetzt erstmal schnell ab, dass es hübsch ist. Und dann schauen wir mal, wie wir das machen. Nur mal kurz für eure Vorstellung. Oh, Alter, ist das wackelig. Das soll jetzt quasi hier so da dran. Scheiße. Wie soll ich denn das alleine machen, ey? Das ist doch komplett scheiße. Ja gut, das hat noch ganz gut geklappt, würde ich sagen. Ey Leute, also ich sag mal so, ne? Auch alleine kann man ziemlich viel reißen, wenn man einfach nur schlau ist. Nee, Quatsch. Aber ich habe mir jetzt, wie ihr gesehen habt, hinten einfach die Leiter so ein bisschen unterfüttert. Da konnte ich dann das Brett drauflegen und jetzt ist es hier festgeschraubt. Wie gesagt, später kommt dann hier oben noch das Gegenstück drauf. Das wird ein bisschen mehr Anpassungsarbeit, weil ich natürlich diese ganzen Fensterbalken und sowas ausklinken muss. Aber so an sich gefällt mir das auf jeden Fall schon sehr, sehr gut. Nice. Ja, und hier können dann, wie gesagt, später Steckdosen rein. Ja, hier können die Kabel langlaufen, einfach hier im unteren Bereich. Hier oben, das seht ihr gerade nicht, da wird der Sicherungskasten dann sitzen. Von dort aus geht das Kabel hier rein und verteilt sich dann entsprechend. Ne? Hier unten habe ich jetzt Platz für eine fette LED-Beleuchtung zum Beispiel. Hier könnte ich einen LED-Stripe dran machen, einmal über die komplette Bahn. Kann das dann später via Smart Home vielleicht sogar steuern und so. Ja, finde ich auf jeden Fall gut und vor allen Dingen passt es halt zur Optik der Halle. Ja, hätte ich hier jetzt auf Sichthöhe auch so einen komischen Metallkabelkanal hingemacht, weiß ich nicht. Wäre nicht so meins gewesen. Genau, jetzt mache ich kurz Pause und dann mache ich auf der anderen Seite weiter. Okay Leute, ich habe jetzt gerade mal dem Clemens ein Bild geschickt. Der sitzt ja gerade im Erste-Hilfe-Kurs und hat auf sein Handy geschaut und hat mir direkt geantwortet, Digga, das, was du da gemacht hast, ist eigentlich nicht so clever, denn ich habe jetzt hier das große Brett auf diese 4 Meter Abyss angepasst und würde jetzt den Stoß dagegen machen. Er sagt aber, dass ich den mittleren Teil, also dieses lange Stück, eher versetzt in die Mitte schrauben soll, dass ich keinen Stoß in der Mitte habe, sondern dass ich das Brett quasi mit beiden Unterbrettern verschrauben kann und rechts und links lieber ein Stück anstückeln soll, weil dann der Stoß in der Mitte einfach besser ist und sich das dann besser in der Waage hält, weil ich das mit dem vorderen Brett, mit der Verblendung quasi ausgleichen kann. Klingt natürlich total logisch, habe ich irgendwie nicht drüber nachgedacht, natürlich nicht. Aber deswegen bin ich froh, dass ich den Clemens habe, der mir das tatsächlich jetzt gerade nochmal als Tipp gegeben hat. Deswegen werde ich das Brett jetzt nochmal abschrauben, werde es zur Seite legen, werde mir links ein Stück anstückeln, werde mir das ausrechnen, was ich rechts brauche, werde das Brett zentrieren und rechts und links jeweils ein Brett anschrauben. Und dann müsste das auch eigentlich gut funktionieren. Das hat doch eigentlich ganz gut geklappt, bis auf, dass ich mir die Hand zwischen den beiden Latten eingeklemmt habe. Seht ihr diesen Striemen da? Ich glaube, das wird noch richtig eklig. Naja, ansonsten hat es auf jeden Fall ganz gut geklappt. Hier mit den Stößen muss ich mir was überlegen, weil die jetzt natürlich nicht so 100% passen.
Natürlich nicht. Jetzt gehe ich erstmal hin und werde mit der mit meinem Kantenfräser werde ich die Kanten hier ein bisschen an abfräsen, damit die nicht mehr so scharfkantig sind und damit das Ganze ein bisschen hübscher aussieht. Und dann werde ich mich daran machen, die oberen Bretter zurechtzusägen. So, gefühlt 870.000 Stunden später ist der Kabelkanal vollendet. Es hat geklappt, es ist alles dran und ihr seht schon, hier ist auch schon eine fette Ablage geschaffen. Das hat alles sehr, sehr gut funktioniert. Ja, und jetzt können wir uns dann um die Metallkabelrinnen kümmern. Der Jörg ist hier oben schon fleißig am Ausmessen und am Machen und am Tun, denn wir fangen da oben in der Ecke an mit dem Eckwinkel. Ne, Jörg? Ja. Hier bin ich. Genau. Ja, würde ich sagen, gehen wir es an hier. Also, ne? Vollgas! So Leute, so sehen jetzt die offiziellen richtigen Kabelrinnen aus, die man normalerweise verwendet. Wir mussten hier leider relativ weit weg von der Wand gehen, seht ihr da gerade, mit 30er Haltern, denn dieser Balken hier, der ist im Weg. Und da wir keinen Bock hatten zu verspringen, haben wir gesagt, komm, wir legen die Rinne einfach ein Stückchen weiter raus. Passt also auch. Jetzt sind wir schon da hinten angekommen, da müssen wir jetzt die Ecke einbauen und dann das letzte Stück ein bisschen kürzen. Aber es wird, Leute, es wird. Und lustige Schatten habe ich jetzt auch an der Wand. Ja. Ey Leute, wir haben ein Problem. Also jetzt kein richtiges, aber schon irgendwie ein Stück weit. Ich zeig euch mal gerade, was ich meine. So, Problem ist einfach folgendes, dass diese Rinnen hier übelst den Schatten werfen. Hätte man drüber nachdenken können. Ich meine, es sieht total aus wie so ein geiles Fancy-Indianer-Muster, aber ich will das da nicht. Und irgendwie habe ich jetzt überlegt, dass wir die Rinne weiter oben montieren, also auf dem Balken. Denn eigentlich macht es auch viel mehr Sinn, weil da oben drüber wird die Wasserverrohrung später langgelegt. Das heißt hier Heizung und so ein Quatsch, ne? Das muss dann alles da oben lang. Und irgendwie ist das hier zu tief. Das ist zu tief, Jörg. Das ist zu tief. Es tut mir sau leid. Wir sind auch hier schon relativ weit, aber wir müssen das wieder ändern. Problem ist jetzt halt einfach, dass ich irgendwie zwar jetzt dann Löcher in den Balken habe, aber ich sag mal, ich habe lieber Löcher in den Balken, die kann man auch so ein bisschen zukitten oder so, am Ende sieht man die dann nicht mehr, aber mich stört es. Mich stört es echt. Also irgendwie haben wir da ein bisschen einen Fail veranstaltet. Ja, keine Ahnung. Ich meine, ich finde sie halt wirklich nicht schön, die Dinger, aber dann, glaube ich, müssen sie einfach noch ein Stückchen weiter hoch. Ja, Leute, also Jörg und ich gehen das jetzt an, schrauben die Dinger wieder ab und schrauben sie neu dran. Ich habe keine Ahnung, ob ich euch das zeige. Ich weiß nicht, wie lange das Video bis dahin ist, aber ihr werdet auf jeden Fall nachher sehen, wie es dann geworden ist. Sorry.
Mittlerweile haben wir irgendwas um die, keine Ahnung, 22 Uhr oder sowas und der Kabelkanal ist komplett verbaut. Ey Jörg, ich weiß, das ist nicht das letzte Mal, dass ich dir Danke sage, aber vielen, vielen Dank für deinen krassen Einsatz, Mann. Richtig geil. Wir haben heute richtig was weggeschafft. Es sieht nicht so wahnsinnig viel aus, aber es war trotzdem viel Arbeit, zumal wir ja auch die hintere Seite irgendwie doppelt machen mussten, weil wir es verkackt haben. Aber Leute, das ist schon ganz cool. Und ich habe jetzt schon bei Instagram Nachrichten bekommen, warum ich den Kabelkanal nicht ganz oben an die Decke gemacht habe. Das hat einfach auch was damit zu tun, dass erstens ja dann wieder Kabel runtergezogen werden müssen und ich durch den kompletten Raum dann hätte Kabel langlaufen, weil ich ja irgendwo Steckdosen und Schalter und keine Ahnung was montieren will. Das macht keinen Sinn, weil das sieht kacke aus. Und vor allen Dingen kann ich später, wenn diese wunderschöne Hebebühne da hinten ist, also nicht mehr da ist, so rum, also wenn diese Hebebühne, oh Gott, ich bin vollkommen fertig, ey. Wenn diese Hebebühne nicht mehr da ist, dann kann ich ja gar nicht da oben dran kommen. Wie soll ich denn da oben dran kommen? Mich mit so einer popligen Leiter da dran stellen, macht ja auch keinen Sinn. So haben wir jetzt ungefähr eine Höhe, ich schätze mal so von 4 Metern knapp. Ja, da kommst du mit einer normalen Aufstellleiter ordentlich hin, kannst du sicher arbeiten und kannst im Nachhinein auch immer noch was machen. Ich melde mich ab, ich bin raus. Morgen werde ich den Kabelkanal in der Vermiethalle legen. Bis moin. Und da bin ich auch schon wieder. Good morning, Leute. So, gestern Abend, ey, war schon ganz, war schon echt ein anstrengender Tag gestern. Muss ich sagen, ich bin auch ganz schön verballert heute. Aber das macht gar nichts, denn es hat sich gelohnt. Hier ist zwar pures Chaos, das räume ich nachher so ein bisschen auf. Aber die Kabelrinnen, wie ihr gesehen habt, sind am Start. Und jetzt werde ich mich um die Vermiethalle kümmern, zumindest auf der einen Seite. Denn am Montag wird die Trennwand von der Vermietseite quasi aus zugemacht. Und dann kann ich den anderen Kabelkanal legen. Das heißt, ich werde das Ganze jetzt in Form von einem Zeitraffer wieder aufnehmen. Bin heute alleine, mal gucken, wie schnell ich das schaffe. Und dann ballere ich mal eben schnell noch die restlichen Kabelrinnen an die Wand, würde ich sagen, Leute. Ach ja, vorher muss ich irgendwie meine Einparkkünste noch mal ein bisschen verbessern. Ich muss jetzt irgendwie mit der Bühne hier raus und muss in die Vermiethalle da fahren. Das ist ein knappes Ding, aber das passt. Ich probiere das jetzt mal. Gut, ihr Zuckerschnecken. So, der Kabelkanal hängt an der Decke. Voila, da ist er. Wie gesagt, ich kann mich mittlerweile echt gut mit der Optik anfreunden. Ich finde es gar nicht mehr so schlimm. Und ich meine, wenn das ganze Ding hier mal eingerichtet ist und sowas, dann sieht das auch alles nochmal ganz anders aus. Außerdem feiere ich tatsächlich so ein bisschen diesen Industrial-Look. Vielleicht kann man da dann noch mit Alurohren nach unten gehen oder so. Ich glaube, das kann man ganz geil machen, wenn ihr irgendwelche Ideen oder Vorschläge habt, wie ich am stylischsten irgendwie die Kabel von der Rinne dann runter zum Steckdosen kriege, haut's gerne mal in die Kommentare. Ja, ansonsten würde ich jetzt das Video einfach beenden. Wir haben wieder richtig viel geschafft diese Woche. Wahnsinn, ich habe schon wieder komplett vergessen, was wir eigentlich gemacht haben. Aber ja, so langsam, aber sicher geht's hier in der Halle vorwärts. Und das motiviert mich natürlich ungemein, dass ich jetzt auch selber schrauben kann. Auch wenn ich gemerkt habe, dass das ganz schön anstrengend ist alles. Aber gut, ihr wisst ja, von nichts kommt nichts. Und ja, das sieht auf jeden Fall schon alles sehr, sehr schick hier aus. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir irgendwann nochmal die Wand zumachen. Nächste Woche kommen Clemens und Jochen, machen die Vermiethalle zu. Am Montag werde ich dann den restlichen Kabelkanal legen, denn dann wird die Bühne irgendwann gehen und den Rest müssen wir dann mit der Leiter machen. Ja, ansonsten habe ich noch so ein paar Kleinigkeiten, die ich jetzt machen werde. Das packe ich aber mit ins nächste Video. Das seht ihr dann wie immer Mittwoch um 19 Uhr. Ansonsten hoffe ich, dass euch der Fortschritt wie immer gefallen hat. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge, irgendwelche Ideen, irgendwelche Fragen habt, haut's gerne in die Kommentare. Ansonsten seid doch so cool und lasst mir einen Daumen hoch da. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Ja, und ich würde sagen, wir sind auf dem Weg zu den 100.000, Leute. Ihr habt es ja die ganze Zeit schon geschrieben, es hat sich ein bisschen gezogen, aber ey, Wahnsinn. Ich bin nach wie vor komplett geflasht, was hier gerade mit meinem Kanal passiert, dass es so wächst. Das ist einfach
unfassbar geil und dafür danke ich jedem Einzelnen von euch. Ja, und ich freue mich natürlich auf die 100k und da können wir gemeinsam mal überlegen, wo wir den Play-Button positionieren, ob der ins Büro kommt, ob der in Van kommt. Naja, wir schauen mal. Aber gut, noch ist es ein ungelegtes Ei, freuen wir uns mal nicht zu früh, aber ich habe das Gefühl, dass wir das schon zusammen hinkriegen, Leute. Geil, also danke fürs Zuschauen, ich mache hier jetzt weiter und wir sehen uns nächsten Mittwoch und ansonsten, Leute, wenn ihr die täglichen Stories und Updates nicht verpassen wollt, dann folgt auch gerne mal meinem Instagram-Kanal, dort gibt es nämlich immer wieder kleine Stories, wo ich euch auch schon so ein paar Sachen verrate, die hier passieren, könnte sich auf jeden Fall lohnen, Instagram hier so, ne? Ansonsten verlinke ich das Ganze natürlich auch in der Bio, da könnt ihr mir einfach mal folgen und dann geht das los, so. Danke, schönen Sonntagabend euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Mädel.